Am 11. März soll sich entscheiden, ob eine weitere Impfung gegen das Coronavirus in Europa zugelassen wird. Diesmal handelt es sich um einen Impfstoff von Johnson & Johnson. Nach BioNTech, Moderna und AstraZeneca wäre das Vakzin des US-Pharmakonzerns der vierte bewilligte Impfstoff hierzulande. In den USA ist die Impfung bereits seit Februar zugelassen. Experten rechnen damit, dass ihn auch die Europäische Union durchwinkt. So soll die EU bereits 400 Impfdosen gesichert haben. Die Besonderheit der Johnson & Johnson-Impfung: Im Gegensatz zu den anderen Vakzinen muss sie nur einmal gespritzt werden. Außerdem soll der Stoff länger haltbar sein als andere Präparate. Laut Hersteller kann der neue Impfstoff bis zu 3 Monate bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Bei ersten Studien zeigte sich, dass 90% der Geimpften 4 Wochen nach der Impfung Antikörper produzierten. Die US-Zulassungsbehörde FDA gibt an, der Impfstoff schütze mit einer Wirksamkeit von durchschnittlich etwa 66%. Bei schweren Verläufen liege die Wahrscheinlichkeit bei über 85%. Zu den Nebenwirkungen zählen ähnlich wie bei den anderen Impfstoffen Fieber, Muskelschmerzen, Rötungen, Übelkeit und starke Müdigkeit.